Willkommen zu Project Game Test Folge 1 mit Kane und Lynch. Aber halt, wir fangen ganz vorne an und nicht hier. Also springen wir zurück. Liebe Jenny, ich versuche seit 14 Jahren, dir diesen Brief zu schreiben. Heute werde ich es endlich tun. Ich werde heute Nachmittag für alle meine Fehler bezahlen. Ist nur gerecht. Es wird Zeit. Sicher hast du es gelesen. Mein Leben als ein Söldner. Das Leid, das ich brachte. Das meiste ist wahr. Ich sollte es bereuen. Ich sollte den Tod fürchten. Tue ich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bedauere nur, dass ich dich nie kennengelernt habe. Du bist alles, was zählt. Ich habe leider nie verstanden. Dein Vater. Kane. Wach auf! Hey, Kane! Was? Du musst deinen Kopf schützen. Was redest du da? Schütz deinen Kopf! Los! So, und jetzt befinden wir uns direkt am Anfang. Das ist das erste Level, direkt nach dem Intro. Das Spiel wurde entwickelt von IO Interactive. Manchen Leuten mag der Name vielleicht bekannt vorkommen, wenn sie Hitman gespielt haben oder Freedom Fighters. Vom letzteren sind auch einige Elemente sporadisch mit dem Spiel drin, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Publisher ist Eidos. Und es ist, wie man schon sieht, ein sehr brutales Actionspiel. Und ich zeige euch hier schon den ersten Pluspunkt. Und ihr seht schon, hier geht es alles andere als zimperlich zur Sache. Das Spiel ist ja auch nicht umsonst ab 18. Es gibt also so einige Szenen, die etwas brutaler sind. Zu loben ist gleich erstmal die deutsche Sprachausgabe. Die ist einfach besser als die englische, wie ich finde. Es gibt nicht viele Spiele, wo das so ist, aber das ist wirklich eines davon. Wie ich in diesen Videos vorgehen werde, das sind drei Teile. Ich zeige euch nicht alles, ich zeige euch Anfangsszenen meistens komplett. So wie den Banküberfall, den werde ich fast komplett zeigen. Andere Szenen sind spätere Ausschnitte nur teilweise. Na gut, damit ihr ein bisschen mehr von der Story versteht, springen wir wieder ein bisschen vor. Weil diese Leute bringen uns jetzt nämlich wohin und das seht ihr jetzt. Wir haben eine kleine Überraschung. Diesen Moment freue ich mich schon seit vielen Jahren. Dachte, ihr werdet alle tot. Ich sollte dir auf der Stelle den Hals umdrehen. Warum tust du es nicht? Oh, das werden wir. Verlass dich drauf. Du hast uns verraten, Kane. Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Ein Scheiß hab ich. Kane, dafür haben wir keine Zeit. Wir haben deine Frau und deine Tochter. Ihr habt was? Du lügst doch! Ich will mit ihnen reden! Du hast hier gar nichts zu wollen! Du weißt, ich muss dich töten. Aber ich mach dir ein Angebot. Bring die Beute zurück und ich lass sie laufen. Alles. Sorry, Kane. Aber du weißt selbst, wie das Spiel läuft. Ich habe dich wie einen Sohn behandelt. Du hast 3 Wochen. Nicht mehr. Du weißt Bescheid. Da drüben im Auto ist alles, was du brauchst.
Wofür ist das Telefon? Ich muss mich jeden Morgen und Abend bei Ihnen melden. Na toll. Ein verdammter Wachhund. Wenn ich keine guten Nachrichten habe, fangen Sie mit deiner Frau an. Nicht, solange du das tust, was ich dir sage. Mal sehen, was im Auto für uns ist. Wo bleiben die denn? Keine Sorge. Er kommt nie zu spät. Da sind sie. Gehen wir. Wurde auch Zeit. Nach einem weiteren Zeitsprung befinden wir uns jetzt vor der Bank und da wollen wir auch rein, um unser eigenes Zeug zu klauen. Also müssen wir erstmal runter und uns mit unserem ehemaligen Kollegen, dem Safeknacker, treffen. Der hat keinen Namen. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm, das soll ja Ebus den Safe knacken. Also gehen wir da jetzt auch gleich mal fix hin. Hey, gut, dass du Zeit hast. Für dich doch immer. Hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Dachte ich auch nicht. Wer ist der Fahrer? Der ist cool, keine Sorge. Okay. Ist der Plan soweit klar? Sicher. Riskant, aber machbar. Wir gehen rein, schleichen an den äußeren Wachen vorbei, dann leitest du das Fentanyl in die Belüftung ein. So legen wir die Lobby lahm und haben jede Menge Geiseln, falls was schief geht. Zur Verladerampe abseilen, dann zum Tresor. Ich öffne ihn, dann raus durch die Vordertüren, wo der Fahrer auf uns wartet. Um die Story ein bisschen zu erklären. Kane, das sind also wir hier, war damals Mitglied bei The Seven. Das sind die Typen aus dem vorherigen Video, was ich gezeigt habe. Nach einer missglückten Aktion dachte Kane, dass sie tot sind und hat die ganze Beute mitgenommen und das wollen die jetzt wieder haben. Als Drohung haben sie halt seine Frau und sein Kind gekidnappt. Ja, und damit er die befreien kann, muss er halt alles zurückholen. The Seven ist auch eine Söldnereinheit, die es zu ihrem Beruf gemacht hat, Regierungen zu stürzen. Fertig? Und Lynch ist einfach nur ein durchgedrehter Psychopath. Das werden wir auch hier noch ein paar Mal sehen, dass er öfters mal seine Momente hat, wo er durchdreht. Außerdem ist Lynch unser Wachhund, der soll nämlich auf uns aufpassen, dass wir hier keine Scheiße bauen. Es ist auch möglich, das Spiel im Koop-Modus zu spielen. Dann könnte der zweite Spieler dann halt Lynch spielen. Allerdings habe ich keinen Xbox 360-Controller, also konnte ich das nicht probieren. Stellt es mir jedoch recht lustig vor, aber wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. Wir hätten erst ins Hotel gehen sollen. 12 Stunden in einem Flieger, mein Nacken bringt mich um. Schluss mit dem Gejammer. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Gejammer? Ich jammere nicht. Ich werde nur nicht gern ignoriert. Sagst du mir wenigstens, warum du glaubst, dass sie den Koffer besorgen kann? Oder weißt du es nicht? Tu, was ich dir sage und alles wird gut. Ganz ruhig. Hey, das war verdammt nochmal keine Antwort auf meine Frage. Ganz ruhig, ich bin sauber. Diese Szene soll einfach zeigen, wie klasse dieses Spiel inszeniert ist. Von den Zwischensequenzen über die Locations ist einfach atmosphärisch und richtig geil gemacht. Hat man sich richtig Mühe gegeben. Hat das recht? Ich hasse den Laden jetzt schon. Hat es erreicht, verwöhnt, gehört. Ihr Büro ist behindert. Fall einfach nicht auf. Sollte sie nicht mehr merken, werden wir die ansehen. Ich darf die nicht mal sehen? Na, das ist ja großartig. Ah, Lynch, das haben wir doch schon 100 Mal durchgekaut. Halte ich an den Plan. Scheiße. Ich hasse Leute, die schwitzen. Wo ist Ihr Büro? Die Treppe hoch und halt's Maul. Oh, du bist ja so von dir überzeugt. Und man merkt vielleicht doch jetzt schon, die Unterhaltungen zwischen Kane und Lynch sind auch des Öfteren recht amüsant, da die nicht wirklich freundschaftlich miteinander umgehen, wie man auch hört. Das ist aber nicht so schlimm, weil die beiden gehen mit den anderen auch nicht freundlich um. Das seht ihr jetzt an einem kleinen Beispiel. Auf. Es geht los! Bin überrascht, dich zu sehen. Wer hat dich reingelassen? Ich hab mich reingelassen. Weiß mein Vater, dass du hier bist? Das glaube ich eher nicht. Also, warum kommst du zurückgekrochen? Yoko, ich brauche deine Hilfe. Warum sollte ich dir helfen? Das wagst du nicht! Das reicht jetzt. Wow, sie schläft fest. So hart habe ich doch gar nicht zugeschlagen. Das erleichtert uns die Arbeit.